So, dann auch von uns ganz herzlich willkommen. Wir sind in der SchulSchublade und sozusagen direkt aus der Schule, da ich selber Lehrer bin, haben wir das Ganze wirklich von der guten alten Schule aufgerollt. Und wir haben versucht, sowohl von Schülersicht als auch von Lehrersicht das ein bisschen aufzubessern. Und zwar sind wir erstmal vom Hauptproblem ausgegangen, dass eben die kostbare Unterrichtszeit zu oft sowohl von Schüler als auch von Lehrersicht zu arg für administrative Fähigkeiten genutzt werden muss, muss man schon fast sagen. Dazu haben wir uns gebaut, wo sich sowohl die Schüler als auch die Lehrer anwenden können. Und ich werde zunächst aus Lehrersicht, also aus meiner persönlichen eigenen Sicht, vorgehen. Ich kann mich als Lehrer anmelden und als Lehrer habe ich drei verschiedene Ziele. Ich will einerseits, dass die Schüler den Unterrichtsstoff irgendwie zu Hause nochmal wiederholen können, wenn wir in Form von Quizzes erledigen. Auch will ich, dass, wenn sich die Schüler vergessen, dann die Hausaufgabe irgendwie mitzuschreiben, dass er die zu Hause nochmal nachgucken kann. Oder, falls ich selber vergessen haben sollte, irgendwie im Stress die Hausaufgabe mitzuteilen, dass ich die im Nachhinein mittags noch eintragen kann. Dass das nachgucken werden kann. Und kommen wir gleich zur Schülerübersicht. Moment. Gleichzeitig will ich doch ein einfaches Tool haben, um entsprechend Schüler auch noch nebenbei noch bewerten zu können. Jetzt haben wir schon das erste Problem. Ja, also macht jetzt, man kann hier theoretisch jetzt die Schüler sehen, aber wir können auch einmal kurz einen hinzufügen, falls ihr mitnehmen solltet. Wir nehmen dann den Fall, weil der Name noch als Schüler sprechen wird, mit dem Nachnamen A, damit es schneller geht. Können wir die Schüler hinzufügen, die dann auch hier erscheinen. Wenn wir im Unterricht sind, können wir da gleichzeitig Punkte vergeben für besonders tolle mündliche oder sonstige Leistungen. Können die Schüler natürlich auch wieder irgendwie verändern oder entfernen. Wir können ganz schnell Punkte hinzufügen. Also, wenn er besonders auch was Tolles sagt, können wir hier Punkte hinzufügen. Um dann die Hausaufgaben einzutragen, können wir in der Stundenübersicht jeweils Stunden anlegen. Das müssen wir hier wahrscheinlich auch mal kurz machen. Wir können zum Beispiel sagen, an dem heutigen Tag soll es eben um Parameter gegangen sein. Mit dem entsprechenden Inhalt vielleicht das auch um Variablen ging. Und, weil es die Zeit davon läuft, Hausaufgaben können wir jetzt Seite 61, soll es in der Nummer 3 gewesen sein. In dem können wir auch das Gewiss angeben, das dann auch bewertet werden soll, abgegeben werden können soll. Wir nennen das mal Gleichung, bevor die Zeit um ist. Und dann können wir das abspeichern. Dann sehen wir hier die entsprechende Stunde und können dann in der Stunde das einzeln und als entsprechender Schüler dann noch das entsprechende Quiz abgeben. Darf ich das abnehmen? Vielen Dank. Also im System frage ich mich immer, also das beruht ja auf zwei Seiten. Ne? Also du als Lehrer versuchst ja dann die Schüler zu organisieren, für dich ist ein krasser Mehrwert, aber was ist denn der Mehrwert oder die Motivation für die Schüler, das zu nutzen? Kam leider jetzt ein bisschen kurz, vollkommen richtig. Als Schüler habe ich hier einerseits die Möglichkeit, die Hausaufgaben oder die entsprechenden Stunden nochmal nacheinander zu sehen, also wir können dann in dieser Stundenübersicht nochmal nachgeschaut werden. Hausaufgaben stehen dabei und als Lehrer kann ich da die entsprechende, nicht nur das Thema der Stunde, sondern eine kleine Kurzzusammenfassung noch reinschreiben. Und der Schüler kann sich da nochmal die Kurzzusammenfassung der jeweiligen Stunde anschauen und eben die Hausaufgaben. Das zum einen Punkt und zum anderen Punkt kann der Schüler da direkt zu Hause seinen aktuellen Punktestand nachschauen. Also er kann immer sehen, oh, heute war ich wohl, also er muss dann immer direkt nachschauen, heute war ich wohl besonders gut, viele Punkte ergattert. Heute nicht besonders gut, 0 Punkte. Das mit den Punkten sehe ich schon ein. Da muss man natürlich gucken, dass das irgendwie anonym ist, weil das sonst als Streber der Klasse abgestempelt wird und dann wieder Probleme. Kann ich aus Erfahrung berichten. Das Problem ist halt, also die meisten Schüler sind halt relativ demotiviert, was Hausaufgaben angeht, ne? Weil die halt das Kinderalter natürlich noch nicht einsehen, dass das also Mehrwert bringt. Viele gehen halt diesen Weg von Gamification, also dass die halt versuchen, anstatt so Organisations-Apps oder so, dann halt sowas wie Minispiele zu bauen und im Gegenzug dann halt den Schülern mehr Freizeit zu geben.
Also im Sinne von, du kannst auch Hausaufgaben vorarbeiten, wenn du halt einfach gut genug bist. Wenn du der Beste der Klasse bist, kannst du Hausaufgaben vom ganzen Jahr vorarbeiten. Wenn du schnell fertig bist, machst du halt nie wieder Hausaufgaben geladen. Das wäre halt ein Bonus für den Schüler. Das Problem, was ich dabei halt sehe, ist halt, dass die halt keinen Zeitfaktor als Bonus haben, sozusagen. Weil dann halt die Schüler dann halt dementsprechend auch weniger Motivation haben, das überhaupt zu nutzen, was für die halt kein Mehrwert ist, im Sinne von diesem klassischen Ding. Ne? Sagen wir so, inspirationsmäßig. Dazu vielleicht nur einen kleinen Punkt. Also allgemein, die Guten sind natürlich immer gut, egal wann wir es machen werden. Das muss man leider vorwegschicken. Und der Ziel von Quiz soll eigentlich sein, dass wenn die richtig beantwortet werden, dann, dass dann eben auch der Punktestand erhöht wird pro richtige Antwort. Also das soll so der Gamification-Faktor von den Quizzes darstellen. Also über die Zeit hinweg, dass man dann in den Hausaufgaben sozusagen dranbleibt. Aber ich meine, eine 1-0 oder eine 1-0 ist ja eh egal, ob man halt einen Punkt oder. Also, das ist halt meine. Ja, vollkommen richtig. Aber den Punkt, den wird es schwer, glaube ich, irgendwie jetzt zu bearbeiten. Ja, schon gleich first. Naja, es gibt ja noch eine dritte Gruppe im Kanzenspiel, das sind die Eltern, die entweder in ihrer Motivation getroffen oder auch verstärkt werden müssen. Habt ihr da eine Idee, wie das in dem System noch eine Rolle spielen kann? Können Sie die Frage vielleicht spezifizieren? Also, was heißt die Eltern? Die, also die Eltern sind jetzt noch gar nicht aufgetaucht, aber die sehe ich eigentlich irgendwo immer noch. Die Helikoptereltern. Das sind die, die man drosseln muss. Da gibt es auch andere Eltern, die müssen wir durchaus noch stimulieren. Inwiefern kann das natürlich da auch nochmal ein Katalysator sein? Ja, also das würden wir auch über den Punkt standen. Also die Eltern könnten theoretisch auch einfach in ihrem, mit ihrem Schüler, also mit ihrem Kind sozusagen, zusammen in den Punktestand gucken und könnten dann sehen, wie sich das Kind entwickelt. Also der nächste Schritt wäre, den Punktestand zu erhöhen, sondern praktisch den Punktestand über Tage oder Unterrichtseinheiten zu tracken. Und dann können wir eben schauen, ob sich der Punktestand eben erhöht oder eben langsam erhöht oder in welchen Phasen es welche Sprünge macht. Also dass sie dann so eine Übersicht bekommen, an welchen Phasen besonders viele Punkte ergattert wurden, an welchen eben weniger. Also als Übersicht für die Eltern. Es gibt also auch gar keinen intransparenten Bereich, sondern praktisch Lehrer, Schüler und Eltern würden immer auf dieselben Informationen zurückgreifen. Genau, nur eben, dass der Lehrer auf alle Schülerdaten zugreifen kann, aber der einzelne Schüler auf die eigenen. Ja, aber insofern, danke. Ja, das wollte ich noch fragen. Das heißt, dass der Schüler kann eigentlich nur seine eigenen Daten sehen. Es gibt keine Leaderboards oder man kann jetzt nicht sagen, wo stehe ich gerade relativ zu anderen Leuten der Klasse. Das gibt es nicht. Also, nur wenn der Lehrer sozusagen sagt. Das ist halt nur der Lehrer Einsicht auf, ja. Datenanalyse, kann man eigentlich aufgrund von diesen Daten, die man dann weiter analysiert, sagen, welche Schüler tendenziell Probleme haben könnten oder wo sie nochmal nachziehen müssen? Also bisher wird nur der Punktestand erhöht, aber sofern man den Punktestand jedes Mal mittrackt, absolut kein Problem, klar. Was macht ihr denn abseits, also wenn ihr die Daten sozusagen getrackt habt, wer wie gut ist und so, und auch dann eine Relation setzen könnt, welches Lehrmaterial zum Beispiel dafür entscheidend war für die Person? Was wollt ihr denn mit diesen Datensätzen dann anfangen? Also was ist euer Mehrwert davon, außer dass ihr halt ein einfaches Beurteilungstool habt? Das muss leider jeder Lehrer für sich entscheiden, wo er da ansetzen kann. Also der Unterricht immer so eine vielschichtige Beziehung aus 25 bis 30 Menschen inklusive Lehrer herrscht. Es ist schwierig, da irgendwas Generalisierbares irgendwie zu schaffen. Aber ja. Ja, vielen Dank für das große Interesse.